Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Altes Life. Heute mal bin ich alleine, heißt also Rico hat momentan noch so ein paar zeitliche Probleme, deswegen dachte ich mir, nimmst du heute mal am Karfreitag eine Folge alleine auf. Und ich bin heute mal in der dicksten Stadt ever gespawnt, das war Kavala. Ich höre hier schon ein paar Helikopter rumfliegen, aber ich sehe sie leider noch nicht. Jetzt macht er gerade seinen Motor auf. Ach, da. Ach, auf dem Hausdach auch noch. Mensch, guck dir das mal an, ey. Was ist denn das für ein Dach da vorne? Hier, Kavala, hier unten irgendwo. Das ist Krankenhaus. So. Das Krankenhaus, ja, gut. Guck mal ganz kurz ins Inventar, ob wir noch alles haben hier. Ja, Herointraining, ganz wichtig. Braucht man. Aber ich will mein Auto hier sehen. Wo ist mein Auto? Wo ist die Garage? Garage, da oben ist eine Garage. Ja, und wir sind einige Spieler auf dem Server unterwegs. Ich glaube, ein paar 30 von insgesamt 60. Wir haben mittlerweile die Slots auf 20 angehoben. Also wir hatten vorher 42, mittlerweile sind es dann, glaube ich, 64. Was war das denn? Was? Geister! Fliegen Autos durch die Gegend. Hat so ein bisschen was wie für den Armageddon-Mod von GTA 4. Die Krankenhäuser haben viel zu viel Geld. So, ja, wie gesagt, sind wir jetzt mittlerweile bei 64 Slots. Und das ist, denke ich, mal eine gute Alternative gewesen, weil wir haben auch mittlerweile so viel Spenden bekommen, dass wir gedacht haben, komm, wir hauen mal die Slots hoch. Das ist die Einrastfunktion von Windows. Hallo, Windows. Du bist mir mehrmals in mein Auto reingefahren, ja? Ja, geht schon los mit dem Mecker hier. Ach ja. Oh, hier leckt es ein bisschen Kavala, aber und ich bin... Ich glaube auch daran, dass hier irgendwie alles... Oh, da brennt was. Was ist denn hier wieder los, ey? Sowas. Tja. Ja, nicht ganz zu vertrauen hier. Ich traue keinen von den Spielern hier, auch wenn es vielleicht Abonnenten von mir sind, aber ich traue euch nicht. Zumal die alle rumschreien hier. Ja, naja. Wir gehen am besten mal ganz schnell zur Garage. Holen wir uns einen dicken, fetten BMW raus mit dem Viper-Skin. Den ich übrigens immer noch nicht überarbeitet habe. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Karte. Vielleicht können wir mal zum Koksfeld fahren oder so. Ich sage dann, wir brauchen eine Koks-Lizenz, dann eher nicht. Weil ich dachte mal, wenn man so ein Karfreitag ist ja Feiertag, da könnte man auch mal ein bisschen Drogen nehmen, ja. Das macht man ja sonst immer so. Das ist die Frage, komme ich da hoch? Weil ich dann letzten Kommentar, ich sollte mal testweise aus Versuchszwecken mal Drogen nehmen, damit ihr wisst, wie schlimm das ist. Und ja, das kann man eigentlich mal machen. Rico ist ja wie gesagt nicht dabei. Das heißt, er verpasst eigentlich nicht so viel. Außer, dass ich vielleicht high auf dem Boden liege und irgendeine Bullshit erzähle, was ich ja sonst auch mal mache. Ah, der Finch, der fährt hier ganz ordentlich. In der 30er-Zone mit. Ja, brauchst du mich ja nicht angucken, Finn. Ja, Kavala war ich, wie gesagt, noch nie. Also, ich bin meistens immer mit Rico jetzt in Sophia gewesen. Zwischendurch mal ein Atira unterwegs. Was ist denn hier wieder los, ey? Ich merke aber sofort, dass Kavala hier schon ein bisschen größer ist. Dass hier ein bisschen mehr abgeht. Auch wenn Kavala nicht die Hauptstadt von Stratis ist. Nee, Altes. Ist das ja nicht alt. Denn ich glaube, die Hauptstadt, so wie ich das mitbekommen habe, was auch in den Tipps stand, das ist hier Pykoros hier. Das müsste die Hauptstadt sein. Sollte. Was können wir eigentlich noch hier machen? Wir haben sogar einen Taucherladen. Kavala Frachthafen. Büros Textilien. Komm, wir können da mal hier rumfahren. Ja, könnt ihr mal hier rumfahren. Bitte ihre Waffe herunterrichten. Was ist da? Ja, komm ey. Danke. Ja, kein Ding. Get Vehicle. Ich hab kein Geld. Ach, Mensch. Ja, das muss ich mal ändern, dieses System, ja, dass wir da jetzt kein Geld bekommen. Das ist hier. Das muss immer mit in der Bar in der Hand liegen, das Geld. Wo ist der nächste ATM? Das ist bestimmt wieder 1000 Meter weg, oder? Bankautomat. Ja, Ghetto. Ja, komm, ey. Wieder zum Parkplatz. Was kostet das Ding hier überhaupt? $5200. Player, kannst du mich mal ganz kurz zum Bankautomaten fahren, bitte? Du brauchst kein Geld, um wenn du ja. Autos aus der Garage holen willst. Doch, ich muss 5000 bezahlen. Ja, aber du brauchst kein Geld. Das wird automatisch von der Bank abgebucht. Ja. Also bei mir nicht. Dann hast du nicht genug Geld.
Aber der Player müsste auch erstmal wegfahren, bevor es geht überhaupt. So, jetzt könntest du eigentlich draufklicken auf das Fahrzeug, was du willst, und dann unten get irgendwas. Ne, sagt mir, ich habe nicht genug in einem Bankaccount, obwohl ich eigentlich 40.000 habe. Ach nee, habe ich nicht. Ich habe das alles. Nee, ich habe das alles jetzt bar in der Hand. Ach, scheiße. Okay. Ja. Player, wärst du jetzt, fährst du mal ganz kurz zum Marktplatz und da lang fährst? Okay. Ja, gut zu wissen. Ich dachte, das System war so, dass man Geld in der Hand bräuchte. Vielleicht haben sie es umgestellt, ich weiß es nicht. Es gab ja letztes Jahr wieder ein paar Updates, dass der Luca hier drauf installiert hat. Könnte gut möglich sein. Ja, und heute Abend um 18 Uhr kommt auch nochmal ein bisschen Breaking Point. Ihr habt ja euch gewünscht, mehr Breaking Point zu sehen. Und es wird so sein, dass wir jetzt im nächsten Flash doch mal ein bisschen mehr Breaking Point als Alters Life zeigen. Ich meine, das kann man ja mal ein bisschen Wechsel machen. Das ist ja wahrscheinlich auch ganz gut für die Abwechslung auf dem Kanal, dass nicht immer ständig das Gleiche kommt. In letzter Zeit kam ja ganz oft Alters Life nacheinander, jeden Tag 15 Uhr. Und da wäre es nochmal ganz gut, wenn da auch mal Breaking Point kommt. Das macht nicht der Player, der fährt hier viel zu langsam. Hack doch mal durch, Player, das ist doch... wäre ich schnell zu Fuß gewesen. Ah, es leckt, glaube ich, ein bisschen. Was habe ich denn für Ping überhaupt hier auf dem Server? Ganz gucken, weil ich lade nämlich im Hintergrund gerade Breaking Point noch runter. Da gibt es nämlich neue Updates und die dauern so ewig. Jo, danke dir. Deswegen hoffe ich doch mal, dass Breaking Point Downloads nicht allzu viel ziehen. Dürfte eigentlich nicht, weil die eigentlich mit ganz weniger Geschwindigkeit laden, weil weiß ich nicht warum. So, ATM, so, da hauen wir mal jetzt einfach mal 40.000 drauf. Genau. Und gehen jetzt am besten wieder zurück. Weil das ist mir ein bisschen schneller. Du bist noch sehr schön zu sehen, ne? Ein bisschen Eigenwerbung. Ja, ich dachte, ich laufe hier drüber. Geh mal rüber hier. Ja. Ja, ich hoffe doch, dass die Folge nicht ganz so langweilig ist, auch ohne Rico. Wie gesagt, er ist momentan so ein paar Probleme, also was Bones angeht, weil wenn ich mal Zeit habe, hat der Rico nicht Zeit. Wenn der Rico Zeit hat, ich hätte keine Zeit. Und es ist halt in einem Together-Projekt, was man zusammen bestreiten möchte, doch ein bisschen, ja, ne, lässt wünscht übrig die Terminpflegung. Das ist halt immer der Nachteil, wenn man was zusammen machen möchte. Deswegen hoffe ich doch mal, dass es demnächst dann wieder weitergeht. Und deswegen genau heute nur, oh, sieht gerade Server statt in 5 Minuten. Ja, dann können wir die Folge auch da beenden, weil dann lohnt sich das gar nicht mehr. Dann kann ich dann gleich rübergehen zu Breaking Point, weil ich sehe gerade im Hintergrund, ist es fertig geladen. Und, ja, dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht dann beim nächsten Mal den Rico wieder mitnehmen. Das wird wahrscheinlich dann erst nächste Woche Montag sein, denn Samstag, Sonntag ist bei mir eigentlich mehr so Mau in der Hose auf Kanal. Ach, der Technik Sande, der hat schon ein bisschen zurückgefahren. Die Gründe gibt es dann auch nächste Woche. Ja, einfach mal gucken auf dem Kanal, wird da schon was kommen. Ja, lohnt sich überhaupt noch was aus dem Auto zu holen hier? Guck mal her. Get Vehicle. Spawn Vehicle. Ja, da ist doch mein schicker BMW. So. Abschließen und dann können wir mal ganz kurz zu Brucies Textilien fahren. Weil ich könnte mal neue Klamotten brauchen. Ich glaube hier diese Sommerlook hier auf Altes, der gefällt mir nicht ganz. Ich bin hier kein Sunny Boy. Ich möchte hier mal irgendwas Knallhartes haben, was Gangstermäßiges, ja, dass man sieht, okay, der dealt mir Heroin und Drogen. Und apropos Heroin und Drogen, wir haben immer noch keine Drogen zu uns genommen. Das heißt, wir müssen das auf nächstes Mal verschieben. Ich glaube, bis 5 Minuten komme ich ja nicht hoch zum Koksfeld oder was hier in der Nähe ist. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Weil Altes ist ein bisschen groß. Ich glaube, 272 Quadratkilometer groß. Also nochmal eine ordentliche Ecke weiter. Ich glaube, 50 Quadratkilometer mehr als ein Cernarus. Und irgendwie lecken die ganzen Fahrzeuge. Also irgendwas ist mit dem Server los. Ich glaube, Nitrado baut mal wieder Blödsinn. Boah, Megalex, ja. Ich kann hier richtig einparken. Auf der falschen Straße parken, kennt man ja von mir. So. Aussteigen. Abschließen. Ja, so. Irgendwie ist ein Server irgendwas los. Hubschrauber und sowas leckt alles rum. Frag mich nicht, was los ist. So, ja, Ton. Was haben wir noch so schönes hier? Mechanik, ja. The Hunter und Outback. Ja, ist ein bisschen zu bunt, glaube ich.
Green Strip, ne, das ist mir ein bisschen blöd. Ach komm, ich nehme mal hier so ein. Nehme mal sowas hier. Sieht doch gleich viel moderner aus. Was haben wir denn noch so? Wir können auch noch Weste kaufen. Heads. Ich kann natürlich. Die Kamera ist ein bisschen blöd jetzt hier, dass wir das nicht richtig sehen können. Vielleicht kann ich mal, wenn ich mich jetzt so hinstelle. Haha. Okay, ich entschuldige mich nochmal für die Töne im Hintergrund. Irgendwie ist der Sound auf dem Server gerade. Also kann sein, dass nicht gerade wieder Bildschirm machen. Also das habe ich ja schon jetzt öfters erlebt auf dem Server. Deswegen, falls man das Server abstürzen soll, dann einfach mal über Facebook Bescheid geben. Dann mache ich das Ding einen ganz kurzen Neustart. Mütze ist aber dumm, will ich nicht. Glas, das habe ich ja eigentlich. Ne? Also Fliegerbrille sollte eigentlich standardmäßig drin sein. Komm, eine Fliegerbrille nehmen wir mal mit. Jetzt habe ich sogar die Mütze. Die wollte ich gerade gar nicht kaufen. Was ist denn das jetzt? Keine Fliegerbrille, keine Mütze. Ja. Oh, Presse kostet 50.000. Hätte eigentlich machen können, das würde dann gut zum YouTuber passen. Können vielleicht mal das da umändern. Muss man Luca fragen, ob wir das mal umlackieren können, diese Press in YouTube oder sowas. Da können wir sowas einbauen. Wie sieht's denn aus? Das nächste Kokainfeld, wo ist es denn? Waffenladen. Drogendealer ganz da oben. Boah. Das ist bestimmt. Ja, nee, das schaffen wir nicht mehr in der Aufnahme hier. Das schaffen wir nicht mehr in der Folge. Dann müssen wir mal gucken. Können wir das auf nächstes Mal verschieben? Dann müssen wir es mal vormerken. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal. Kupfermine, Bootsladen. Lieferservice, okay. Komm, wir fahren einfach mal zum Markt. Gucken wir mal, was die Leute so machen. So ein. Ah, oh, Server noch statt in einer Minute. Okay, das lohnt sich ja total. Oh, ich bin viel zu schnell, glaube ich. Komm, dann fahren wir mal in die Garage. Das ist ja dann hier vorne. Jetzt mal rechts rein hier. Zack, und dann links und dann über die Brücke und dann wieder rechts. Dann bringen wir jetzt noch das Auto in die Garage. So, Stoppschritt scheiße ich mal ganz kurz drauf. Da achtet kein Polizist so momentan drauf. Würde ich auch nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Nee, hier ist richtig. Also ob jetzt mit dem Server los, hier leckt es ganz schön gerade, also keine Ahnung, was da los ist. In 3 Sekunden wird neu gestartet, okay, das ist jetzt weniger gut. Die hatten qualmt schon irgendwas, ich bin falsch abgebogen. Ja komm, dann lassen wir das Auto hier stehen, da steht schon nichts. Ich steige mal aus, schließe das Ding zu und ja, Helikopter fliegt den Boden rein. Also ist ganz merkwürdig, also heute ist irgendwie der Wurm drin auf dem Server, keine Ahnung, was los ist. Der Ping müsste eigentlich recht okay sein, gucke ich mal gerne. Quartz, okay, Verbindung abgebrochen. Ja, das ist altes Live, wie man es kennt auf dem Server momentan. Keine Ahnung, was los ist. Also wenn ihr da, wie gesagt, selber solche Erfahrungen habt und irgendwie Lecks oder die Server-Abstürze, dann einfach mal nicht so böse nehmen, weil es liegt dann auch an Nitrado. Wisst ihr, wir haben jetzt auf Nitrado hier das Ding gehostet. Und Nitrado ist natürlich manchmal nicht so, naja. Man kann halt sich drauf verlassen auf Nitrado, ja. Die machen dann ein bisschen drin einfach mal Updates, fahren die Serverrunde, ohne dass man Bescheid weiß und ja, muss man mit leben können. Ja, in diesem Sinne, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen hier. Wir müssen nicht diesen Screen angucken mit dem Helikopter und. Ach, ich kann mich jetzt noch gucken hier. Ja, Ping war normal, denke ich mal. Ja, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Feiertag, genießt die restlichen Osterfeiertage und wir sehen uns dann Montag wieder zu einer neuen Folge mit Altes Live. Wenn Rico dabei ist, dann ist Rico dabei, ansonsten bin ich wieder allein dabei. Und ansonsten, ja, heute Abend, 18 Uhr ist Breaking Point Zeit, könnt ihr mal vorbeischauen. Tolle Mod, macht viel mehr Spaß als der Set, ein bisschen präzise alles. Einfach mal reinschauen, eure Meinung mal dalassen. Und ja, euch noch einen schönen Tag, wie gesagt, wir sehen uns dann nachher oder wie gesagt, nächste Woche wieder. Macht's gut.